Guten Morgen. Heute ist Mittwoch nach Ostern und ich mache eine kleine Morgenrunde. Der morgendliche Busverkehr Richtung Berlin ist unterwegs. Ja, und es ist relativ frisch, nach wie vor am Gefrierpunkt. Und das nach Ostern, wo es so warm war. Ich bin ja hier über die Dahme. So, dann fahren wir heute mal eine andere Strecke. Richtung Wermsdorf, sondern mal hier hinten am Wasser entlang. Oh, relativ frisch. Die Winterklamotten noch mal angezogen. Oh, mal sehen. Wenn Sonne rauskommt, denke ich, wird es ein bisschen wärmer. Da geht hier so eine geschotterte Piste entlang, mitten durch den Wald. Aber lässt sich gut fahren. Jetzt fahren wir auf Fahrrad zu. Die Piste hier weiter. Da sind wir schon am Kanal hier. Hier vorne geht dann der Oder-Spree-Kanal ab. Schauen wir mal, wie die durchführen. Schön hier. Vielleicht fahre ich da drüben nachher noch hin. Da sind ein paar schöne Bänke. Ja. Fahren wir mal weiter. Wermsdorfer Schleuse, wo ich sonst auch oft drüber fahre. Ja, totale Stille hier am Morgen. Ich jetzt in der dazu weiter an dem Punkt, den ich vorhin schon mal eingeblendet hatte. Machen wir weiter.
nicht, ob man es sieht. Das ist eine Graugans. Mal gleich wieder am See vorne. Große Zug müsste das sein. Wenn der Wind hier überhaupt Ton durchlässt. So, mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Ich glaube, da muss ich absteigen. An der Spitze, wo ich vorhin auf der gegenüberliegenden Seite war. Hier stehen nochmal die Daten, wann der Oder-Spree-Kanal errichtet wurde. Und hier die Wasserstraßenentfernungsangaben. Hier pfeift ganz schön der Wind. Hat sich doch glatt jemand aufs Wasser gewagt. Sein Kanu. Erstaunlich. Jetzt hat er Rückenwind.
durchhalten. Oh, schön hier zum Radeln. Mittlerweile sind es auch schon 10 Kilometer und die Sonne kommt ja ein bisschen durch. Naja, sonst soll uns ja fröhlich stimmen. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Jetzt verschwindet sie. Kurz mal die Kirche hier ein bisschen angeguckt. Rein kommt man ja nicht aufgrund der Corona-Krise. Ja, hinten steht's Radl. Naja, machen wir dann mal weiter. Und schon mal wieder in Berlin. Der große Strom. Jetzt geht's Richtung Mückelheim. Also überflutete Gebiete an der Seite. Und jetzt kommt der Gosener Graben. Hier ist er. Stimmt, ein schönes Idyll für Kanuwanderer. Hier steht auch der Gosener Graben. Wunderschön hier. Bestimmt schön angeln und auch andere Sachen machen. Oh, die Straße hier ist viel befahren. Das nächste Gewässer, der Gosener Kanal, der ist dann für die motorisierte Schifffahrt. Naja,
nicht überall anhalten. Fahren wir mal die Wege ab, wo wir sonst gar nicht lang fahren. Leider auch hier viel Müll im Wald. Schön. Übersichtskarte. Das war Mückelsee. Und wo sind wir denn? Hier sind wir ungefähr. Zellinsee unterhalb, jetzt hier so am Wasser entlang. Oh ja, durch die Berliner Stadtforsten. So, wo ist der Plan? Strecke hier durch den Wald. Ja, geplant war die Woche was anderes. Ich wollte mit meinem Cousin und mit meinem Bruder in der sächsischen Schweiz ein bisschen rumkraxeln. Jetzt in der Nach-Osterwoche. Aber aufgrund der Situation ist das halt leider nicht möglich. Naja. So machen wir das Beste draus und radeln hier im Umland ein bisschen rum. Hat ja auch was. Hoch und runter. Oh. Naja, sind ja auch nicht umsonst die Mückelberge hier um die Ecke. Gehen wir mal noch ins Wasser runter. Ausblick hier.
Ja, eine kleine Pause hier am Wasser jetzt. Und jetzt an der großen Krampe. Na, da gehen wir mal runter. Schönes Fleckchen hier. Kann man es aushalten? Denkt man gar nicht. Vor der Haustür sind. Wir fahren immer sonst wo hin. Hier schlängelt sich das immer so hoch. Jetzt weiter. Ja, das schlängelt sich hier immer hoch. Jetzt müssen wir hier vorne dann irgendwann links. Geht's dann nach zu den Mückelbergen. Hier glaube ich, hier wird es sein. Probieren wir es mal. Ja, das ist es. Viel Spaß. Gang. So, jetzt sind wir oben. Komm. Oh,
Binders, Kinders, ich sag euch. Hier schon mal der Umsetzer des Fernsehens, Telefonie etc. Und jetzt geht es doch noch mal ein Stück runter erst wieder. Antworte. Wird man kaum sehen. Und nehme ich jetzt weiter hier hoch. Hier sieht man sie nochmal. Vorne kommt dann ein Aussichtspunkt mit Blick auf den Mückelsee. Da mache ich dann erstmal Halt. Der Mückelsee. Blick auf Friedrichshagen. So, jetzt hier in den Mückelbergen. Hier ist die Sternwarte, hinter mir der Mückelsee. Mit Blick auf Friedrichshagen. War jetzt ganz schön anstrengend hier hoch. Naja, ich zeige euch das mal ein bisschen näher noch. Drüben sieht man Friedrichshagen und hier unterhalb halt der große Mückelsee. Sehr schöne Aussicht hier. Und hier ist mächtig runter. Keine Menschenseele hier oben. Naja, Corona-Time. Schaut's aus hier. So, werde jetzt noch bis Richtung Mückelturm vormachen und dann nach unten und am Mückelsee entlang weiter. Mal schauen, wo es mich noch hinführt. Hier nochmal einen Blick auf die Sternwarte. Insofern man sie durch die Bäume sehen kann. Naja, viel ist nicht zu sehen. Für mich geht es jetzt hier runter zu weiter. Ein Weg mit Stufen, na toll. Ups. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren. Jetzt machen wir hier gleich einen Flug. Für Mountainbiker sicher ganz toll. Vor allem kriege ich den in der Rinne hier. Naja, so ist es toll. So, jetzt werde ich auch wie Meister. Geht es erstmal wieder schön runter. Damit wir uns die Höhe denn zum Mittelturm wiederholen können. Schöne Trails hier für Mountainbiker.
da ist er. Der Mittelturm wird viel gebaut hier. Gar nichts auf, wie zu erwarten war. Da hinten irgendwo sind wir hergekommen und jetzt befinden wir uns hier unterhalb vom Mückelturm. Der Mückelturm ist wieder in Köpenicker. Ja, wunderbar. Unterhalb vom Mückelturm am Teufelssee. Die schöne Abfahrt, die Straße war leider gesperrt wegen den Bauarbeiten, aber so können wir das hier noch begutachten. Schöner Aussichtssteg hier. Und schön leer, da Wochentag. Der Teufelssee. Hier am Teufelssee. Sehr schön hier. So eine Naturlehrfahrt rum. Gewisse Sachen angucken kann. Drin mit einer Brücke mitten durchs Wasser.
Und da hoch zu ging es zum Mückelturm. Muss ich jetzt leider schieben und mir die schöne Abfahrt verkneifen. Ich werde jetzt erstmal ein Päuschen machen bei einem Eistee. Rückzug geht's denn sicher über Erkner. Schauen wir mal, wie wir das machen. Jetzt erstmal ein Päuschen. Zigarettchen, kühlen Eistee, wirklich Eistee, der ist richtig kalt. Ja, bis dann. Was seid ihr denn für schöne Enten? Die haben jetzt gedacht, sie kriegen mal zu futtern von mir. Aber ich hab doch leider nichts. Schautafel. Also man kann gar nicht füttern. Sehr gut. Das ist die höchste Aussichtsplattform. Na, dann fahren wir mal weiter. Jetzt habe ich gerade die Landstraße, Mückelheimer Landstraße überquert. Jetzt bewegen wir uns in Richtung Mückelsee. Ist das Mückelheim oder Rübezahl? Na, ich fahre gleich mal ran. Dann sehen wir es. So, gute zwei Stündchen. Ne, über zwei Stündchen unterwegs. Fast drei. Zweieinhalb. Schön so eine morgendliche Runde. Und nicht viel los. Da macht's doch Spaß.
Mückelseeperle hier, ehemaliges Restaurant. Upsala. Und hier unten gibt es eine Anlegestelle. Na ja, dann fahren wir mal außen rum. Brauchen wir die Treppe nicht laufen. Durch den Wald. Macht richtig Laune heute. Ein bisschen wärmer könnt ihr sehen. Aber die frische Luft, herrlich. Überall so Rastplätzchen hier am Rand. Ostern war hier bestimmt bei den wärmeren Temperaturen viel mehr los. Hier nach Mückelhort. Aha, hier gibt es ja eine Fähre. Gucken wir mal. Interessant hier. Das ist das Waldrestaurant Mückelhort. Aber ich weiß gar nicht, ob die sonst überhaupt noch offen haben. Hier jetzt die Mückelspree entlang. Fahren wir mal ein Stück vor. Da geht es dann Richtung Dembritzsee-Erkner. Und hier nochmal die Ausläufer des Mückelsee. So, werden wir jetzt durchschlagen, rüber auf die andere Seite. Da geht es denn in eine Siedlung, die heißt Neu-Venedig.
sind so kleine Kanäle da. Schauen wir mal. Ah, das ist hier Mückelhort. Aber das sieht so aus, als ob sie schon Jahre nicht mehr offen hat. Irgendwas steht hier noch von Bed and Bike vom ADFC. Naja. Strecke hier. Das ist der Demritzsee. Jetzt sind wir hier in Neu-Venedig. Naja, viel ist von den Kanälen hier nicht zu sehen. Burgfrieden.
noch mal ausweichen. Bin hier eben arrangiert. So, schön umfahren. Morgen. So, hier sind wir jetzt am Demritzsee. Mittlerweile bin ich am Demritzsee. Hier hinter mir Neu-Venedig und da drüben haben wir Erkner in die Richtung. Da komme ich dann gleich noch lang. Ja, so ist es hier am Wasser. Schön hier. Hessen-Winkel. Fahrradladen gewesen, sind Ketten übergeholt. Und jetzt geht's weiter zum Frühstücken. Kaffee trinken ist mir hier zu voll. Ja, so ist es hier in Erkner. Jetzt kommen wir nach Karlsruhe. Und dann geht es weiter Richtung Jägerbude. Sonne kommt raus. Ups. Danke.
So, jetzt geht es hier gleich über den Berliner Ring. Und da müssen wir eigentlich das Gelände sehen, wo die Tesla-Giga-Fabrik entsteht. Mal schauen, ob Google Maps mich richtig geleitet hat. Wir werden es sehen. Aha, ich wurde richtig geleitet, denn hier vorne ist abgesperrt. Hier die Autobahn, Abfahrt Hellenbrink. Da kommt man hier näher ran. Und hier sieht man das Areal, wo die Tesla-Giga-Fabrik entsteht. Naja, viel ist noch nicht zu sehen. Ja, dann wird die Strecke wieder zurückfahren und dann in Spreer und Fitshop Käffchen trinken. So machen wir es. Bis dann. So, jetzt mal wieder auf dem Weg Richtung Jägerbude. Der Ausflug dahin zur Tesla Gigafactory hat sich nicht wirklich gelohnt, weil man da nicht viel sieht. Naja, machen wir es mal da. Geradezu ist jetzt Jägerbude. Ich werde aber über die Autobahnbrücke fahren, um zum Quickshop zu kommen. Was? Richtung Spreeau gesperrt? Am 9.9. Naja, das ist ja noch ein bisschen hin. Und hier hat man die Straße so ja neu gemacht, wegen dieser Gigafactory. Da drüben sieht man ein bisschen was durch den Wald. Hier wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Übergebaut hier hängt sicher alles mit dieser Gigafactory zusammen. Naja. Na, da kommen wir doch vorbei, oder?
wir doch mal schauen, ob wir hier durchkommen. Die Straße ist hier abgehobelt. Mal gucken. Naja, irgendein Waldweg findet sich immer für mich. Der Baustelle ist mal raus. Mal sehen. Shop. Ja, eine Ampel hier, aha. Na, dann warten wir mal, ob hier was kommt. So, ich bin jetzt auch schon 50 Kilometer heute weg und jetzt wird grün. Rio! Naja. Der Quickshop. Hier trinkt man erstmal was. So, nach kurzer Kaffeepause im Quickshop geht's jetzt weiter. Langsam heimwärts, reicht für heute. Hartmannsdorf, für mich geht's dann recht rum. Noch mal. Teilweise hat es ganz schöne Windböen heute. So, jetzt geht's Richtung Steinfurt. Mit Gegenwind. Ja, der Wind hat jetzt ganz schön zugenommen.
kämpfe mich hier so mit einer knappen 19. Naja, wird eh keine Sportrunde. Gemütliche Ausfahrt. Mann, Mann, der Wind. Steinfurt. Dann überqueren wir noch mal den Berliner Ring. Köppe am Paschenberg. Guck mal, kleiner Wernsdorf. Der Wind hat jetzt ganz schön zugenommen. Aber das schaffen wir auch noch.
Ja, wird dann heute so knappe 70 Kilometer. In der Aufzeichnung fehlen mir ein paar, weil ich immer vergessen habe, nach der Pause fortzusetzen. Naja, altes Problem. Camping Crossingsee rechts. Aber da ist auch nicht viel los hier.
gerade noch im Rewe einkaufen. Und jetzt geht's nach Hause. Hier gibt es Brandenburger Produkte, Spargel, Eier, Erdbeeren, Gemüse. Hier an der rechten Seite ist der Stand. Und wir erreichen Eichwalde. Zehn nach eins jetzt. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so lange unterwegs bin. Waren denn so summa summarum 75 Kilometer, muss ich noch mal genau gucken. Wie gesagt, Aufzeichnung hat ja nicht so ganz hingehauen. Und der Wind hat ganz schön zugenommen nachmittags jetzt. Ja, wenn wir nicht wandern können die Woche, so wie ihr plant, in der Sächsischen Schweiz, dann halt radeln. Zu Hause erstmal ein schönes, kühles Blondes trinken, dann jetzt ans Film schneiden, mal sehen. Ich lade mal das Ding heute noch hoch. Gut, damit verabschiede ich mich dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.